Nicht erschrecken, ich bin's noch, die Mirella. Ich sehe zwar gerade aus wie Blake Lively, aber ich bin's wirklich. Witzig! Hallo, heute habe ich ein Make-up-Tutorial für euch. Und zwar haben sich viele von euch einen Star-Look gewünscht. Und da ihr mir öfters mal in die Kommentare geschrieben habt, dass ich ja aussehe wie Blake Lively, was ich übrigens als sehr nettes Kompliment empfinde, dachte ich mir, ich schmink mich mal einfach so wie sie und habe mir da ein Bild ausgesucht. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. So, ich habe euch ja jetzt das Bild von Blake Lively eingeblendet, das ich quasi als Vorlage genommen habe. Und als erstes verwende ich hier Foundation, das ist die Wake Me Up von Rimmel. Und dann nehme ich einfach so einen Pumpstoß ungefähr, wahrscheinlich werde ich noch mehr gebrauchen. Und verteile die erstmal mit hier dem Pinsel von Real Techniques. Der gibt wirklich ein sehr natürliches Finish, weil Blake Lively schaut nie so aus, als ob sie wirklich viel Produkte oder viel Make-up verwendet hätte. Sie schaut immer sehr, sehr natürlich aus. Das heißt sehr, sehr natürlich, also im Vergleich zu anderen, die auf dem roten Teppich rumlaufen. So, als nächstes verwende ich Concealer, der ist auch der Wake Me Up von Rimmel. Und trage den einfach auf, um eben Rötungen oder Augenringe abzudecken. Also sie macht eigentlich nie viel mit Concealer als Highlighting-Produkt. Sie hat immer so einen recht gleichmäßigen Teint, also eine Farbe, jetzt nicht, dass sie irgendwie die Stellen highlightet oder so. Das ist zumindest mir jetzt so aufgefallen, als ich mir ein paar Bilder von ihr angeschaut habe. Sie hat aber immer auf jeden Fall so eine glowige Haut. Ich werde die jetzt noch abpudern gleich, aber vorher trage ich ein bisschen Highlighter auf, und zwar ist es der Mary Luminizer. Ich trage den vorher auf, um dem Ganzen eben ein bisschen natürlicheres Finish zu geben, weil sie eben wirklich eigentlich immer natürlich ausschaut. Und da tupfe ich das noch immer ein bisschen ab, um nicht so viel Produkt zu verwenden. Die Stirn ist hier in der Mitte immer ein bisschen gehighlightet, ihre Nase auch. Und vor allem hier so die Wangen. So, dann pudere ich mein Gesicht, wie gesagt, jetzt noch ab. Und zwar verwende ich hier von Bobbi Brown Skin Foundation Mineral Make-up in der Farbe Light. Ihr könnt ja irgendeinen Puder nehmen, was ihr habt, falls ihr diesen Look nachmachen wollt. Nehme ich aber so ein bisschen, klopfe das dann noch so ein bisschen ein und trage das einfach in kreisenden Bewegungen auf. Auch nicht zu viel verwenden, damit das Ganze eben doch wirklich noch natürlich ausschaut. Und tut mir leid, dass ich in dem Video sehr oft das Wort natürlich verwende. Ich versuche es jetzt nicht mehr zu sagen. Dann mache ich jetzt erstmal das Gesicht fertig, und zwar verwende ich zum Konturieren, weil sie hat hier auf jeden Fall irgendwie ein Konturpuder gesetzt. Von NYX den Blush in der Farbe Taupe. Und da gehe ich dann mit so einem Contour Brush eben rein. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, so einsaugen und dann die Linie eben nachfahren. Noch ein bisschen an die Nase. Sie hat eine recht kleine Nase. So. Und dann gehe ich nochmal mit dem Puder Kabuki drüber, um es einfach ein bisschen besser zu verblenden. Damit es natürlicher aussieht. Wer hätte es gedacht? Als Blush hat sie passend zu ihrem orangenen Oberteil, was sie anhat, so einen orange-stichigen Blush. Da nehme ich von Sleek den Pantao Blush. Der schaut jetzt ziemlich krass aus. Aber man darf halt einfach nur ein bisschen verwenden und dann schaut er natürlich aus. Und ich merke gerade, dass ich vergessen habe, mein Mikro zu verwenden in dem Video. Scheiße! Also der Ton ist heute nicht so gut. Und jetzt im Hintergrund, ich habe das Fenster offen gelassen. Mist! So, jetzt habe ich das Mikro dran gemacht. Tut mir leid, dass ich das irgendwie voll verpeilt habe. Müsste jetzt vom Ton schon einen Unterschied geben. Auf jeden Fall verwende ich jetzt von Sleek den Pantao Blush und ich kann nicht mehr reden. Und gehe da einfach so ein bisschen rein, klopfe das dann ein bisschen an meinem Handrücken ab, damit es nicht zu viel Farbe abgibt. Und trage den dann einfach hier auf meinen Wängchen auf.
So, und jetzt schaut es noch sehr orangig aus. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit einem Bronzer noch rein. Das ist jetzt hier der NYX Bronzer, I don't know, in Medium. Und gehe da drüber und dann gibt es eher so ein bräunlich-orangenen Ton. Und schaut ein bisschen natürlicher aus. So, und dann, um dass es nicht so krass ausschaut, gehe ich einfach mit so einem Kabuki rein und verblende. Dann nehme ich hier noch den Bronzer auch noch auf meine Schläfen, um das ganze Gesicht ein bisschen brauner erscheinen zu lassen, weil sie schaut da so schön gebräunt aus in dem Bild. Klar bin ich jetzt nicht, deswegen darf man es auch nicht zu übertreiben, aber so ein bisschen Bronzer hat noch nie jemand geschadet. Dann machen wir weiter mit den Augen. Zuerst trage ich hier eine Lidschattenbase. Das ist von MAC, der Bare Study Paint Pot, auf dem gesamten Lid auf. Und ziehe es auch wirklich bis nach oben. Der ist jetzt so leicht schimmrig und das ist einfach perfekt für dieses Tutorial. Weil Black Lively hat eigentlich, soweit ich es gesehen habe, immer einen schimmrigen Lidschatten drauf. Also sie hat nie irgendwie was Mattes drauf. So, dann fange ich im Innenwinkel an und zwar gebe ich erstmal einen hellen, schimmrigen Ton aufs Lid. Das ist jetzt die Storm Palette und dann nehme ich hier diese Farbe und gebe die erstmal in den inneren Augenwinkel. Und ziehe das dann so bis in die Mitte oder auch ein bisschen weiter drüber. Und auch wichtig, dass es hier unten noch ein bisschen schimmert. Und dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, welche Farbe ihr letztendlich aufs Lid auftragt. Wichtig ist, dass sie schimmert. Black Lively hat auch so Schlupfaugen wie ich, deswegen sieht man eigentlich den meisten Lidschatten, wenn man gerade guckt oder lacht, eigentlich fast gar nichts. Also sie hat hier oben, erkennt man, dass es so ein bisschen ein peachiger Glitzerton ist. Und da nehme ich von der Oh Natural Palette diesen Ton, der mir leider rausgebrochen ist. Aber da ist noch ein bisschen was übrig. Und den trage ich dann einfach hier außen auf und ziehe den eben bis nach oben. Und gleichzeitig mische ich diese beiden ein bisschen miteinander, weil da habt ihr so ein bisschen mehr diesen Peach-Ton und mit dem Glitzer zusammen ist es dann perfekt. Ihr könnt es ruhig recht weit hochbringen, also ich würde es normalerweise nicht unbedingt so tragen, aber sie trägt es eigentlich wirklich immer recht weit oben. Und dann gehe ich nochmal mit dieser ersten helleren Farbe hin und trage die hier unterm Augenbrauenbogen auf. Ich habe jetzt immer den gleichen Pinsel genommen, weil es bleibt immer in der gleichen Farbfamilie. Und ja, ich finde, es gibt einfach auch einen schönen Übergang. Als nächstes mache ich die Augenbrauen. Die sind eigentlich auch recht natürlich gehalten. Also nicht zu dünn gezupft. Und ja, ich fahre meine einfach so ein bisschen nach in einer Farbe, die ungefähr meiner Haarfarbe entspricht. Beziehungsweise ein bisschen dunkler ist. Dann trägt sie eigentlich immer schwarzen Eyeliner auf der Wasserlinie oder einen dunklen zumindest. Das mache ich ja wirklich nie. Also deswegen bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, das zu machen. Ich habe hier so einen schwarzen Eyeliner und werde den einfach mal auf meine Wasserlinie auftragen und auch auf die obere Wasserlinie und mal gucken, wie das ist. Ich habe das früher immer gemacht, aber zurzeit mache ich das überhaupt nicht mehr. Mal gucken. Aber wenn Black Lively das macht, dann mache ich das natürlich auch. Der ist jetzt nicht zu intensiv von der Farbe und das beruhigt mich schon mal. Sie trägt den auch immer bis hier vorne rein. Das ist so komisch! Dann trage ich ihn noch hier oben auf, zumindest versuche ich es. Das hat ganz, ganz gut geklappt. Und dann nehme ich nochmal den Kajal und trage den so von der Mitte nach außen quasi als Eyeliner auf. Einfach um die Wimpern ein bisschen dicker erscheinen zu lassen und man kann das nicht genau erkennen, ob sie das auch hat oder nicht, aber ich glaube fast schon. Und ja, versucht es relativ dünn, so dünn wie möglich eigentlich zu halten, dass es gar nicht so als Eyeliner auffällt. Und verbinde das dann hier mit unten, aber mach auch keinen Wing oder irgendwas.
Und es ist so komisch, mich selber mit Kajal zu sehen auf der Wasserlinie. Es ist faszinierend. Egal. Weiter geht's mit Wimperntusche. Sie hat falsche Wimpern drauf. Also wenn ich auf dem roten Teppich gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch welche anziehen. Aber um das Ganze alltagstauglich zu halten, nehme ich einfach Wimperntusche. Und zwar nehme ich hier die Voluminous in Wasserfest, weil das ist einfach die beste Mascara, die ich habe. Und versuche meine Wimpern so lang und toll und schön, wie es nur geht, zu machen. So, das sind jetzt erstmal die Augen fertig, so einigermaßen. So, dann kommen wir auch schon zu den Lippen. Sie hat immer auf jeden Fall ein bisschen Farbe auf den Lippen und auch immer glossige Lippen. Deswegen verwende ich als erstes von Astor den Soft Sensation Lip Color Butter. Den habe ich neu in der Farbe 011 Feeling Filling, Feeling Filling, I don't know. Und trage den erstmal auf. Also nicht zu intensiv. Wirklich nur so ein bisschen Farbe abgeben. Ihr könnt dann auch nochmal mit dem Finger drüber gehen, um das bisschen weniger intensiv zu machen. Weil es soll wirklich nicht so viel sein. Und dann nehme ich hier so einen Lipgloss, der ist eigentlich recht durchsichtig. Von Victoria's Secret Shiny Kiss Lipgloss in Citrus Kissed. Genau, den gehe ich einfach drauf. Der riecht so geil. Das schmeckt auch lecker. Ja, und ich glaube, da kommen wir recht nah dem ganzen Look. Ich mache jetzt noch meine Haare wieder auf. So, das ist der fertige Look à la Blake Lively oder Serena Vanderwoodsen, wenn ihr Gossip Girl Fans seid, so wie ich. Ich finde es eigentlich wirklich gut gelungen. Meine Haare habe ich einfach nur aufgemacht. Die sind von Natur aus so leicht gewellt, wenn ich mit denen noch nass schlafe oder so. Ja, und ich blende euch nochmal ein Bild ein, vielleicht so ein Vergleichsbild, wenn ich das hinkriege. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das ist mal was anderes. Ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder über eure Kommentare. Sagt mir doch bitte, bitte, was für Videos ihr als nächstes sehen wollt. Ich bin nämlich schon am Überlegen und ich nehme gerne eure Wünsche da mit rein. Also sagt mir, was ihr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch. Und dann sehe ich euch in meinem nächsten Video, immer montags und freitags. Bis dann, tschüss!